1934, 35 erbaut. Und deswegen hat der Turm auch eine markante Bauweise, wie sie damals üblich war. Und dieser Turm hier, der hieß auch nicht immer Sollingturm, sondern hatte, glaube ich, bis 1945 einen anderen Namen. Wenn ihr sehen wollt, was man vom Sollingturm für eine herrliche Aussicht hat hier in die Region, dann bleibt mal dran. Ein herrlicher Anblick hier heute Morgen, oberhalb von Uslar. Man erkennt sehr schön die leichten Nebelfelder, denn wir haben minus 1 Grad. Es ist verdammt kalt hier, Mitte November. Ja, aber nichtsdestotrotz wird da hinten gleich im Osten die Sonne aufgehen. Ja, und ich bin hier am Fuße des Struttberges. Der ist insgesamt 444 Meter hoch. Und mein heutiges Ziel liegt ganz oben auf dem Struttberg. Das ist nämlich der Sollingturm, der hier einen herrlichen Blick über den Solling erlauben wird. Ja, und da ich pünktlich zum Sonnenaufgang oben sein möchte, wird es jetzt Zeit, dass ich mich da in die heimischen Wälder aufmache. Direkt hier am Wanderparkplatz am Knobben. Gleich eine herrliche Ausschilderung und auch ein mahnendes Wort. Hier geht's zum Steilaufstieg. Und ja, wenn hier schon steht Steilaufstieg, dann kann man das wörtlich nehmen. Das wird hier gleich richtig steil hochgehen. Ja. Wanderparkplatz am Knobben. Sollingturm da oben. Auf geht's. Ja, Mitte November, das Laub ist hier weitestgehend von den Bäumen gefallen und dementsprechend ist es ganz schön laut, wenn man hier lang geht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass mir eins der vielen, vielen wilden Tiere hier im Solling vor die Linse läuft, ist gleich null. Ja, aber das ist nicht das einzige Problem. Ja, da muss ich noch hin. 444 Meter über Normalnull. Ja, und der Weg heißt ja nicht umsonst Steilanstieg. Egal. Wir haben minus 1 Grad. Aber schon jetzt ist mir ziemlich warm. Da bin ich gerade gestartet. Und hier geht's weiter hoch. Es ist definitiv der kürzeste Weg. Quasi Luftlinie zum Sollingturm. Dementsprechend aber auch sehr, sehr steil. Wir haben hier immer wieder Wirtschaftswege, die ich kreuze. Die führen schlängelig hier den Struttberg hoch. Und da kann man natürlich wesentlich bequemer und angenehmer hoch zum Sollingturm wandern. Aber wie gesagt, die Uhrzeit pressiert ein wenig. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen Schuh geben, damit ich halbwegs zum Sonnenaufgang nach oben bin. Ja. Trotzdem ein schönes, gerades Stück hier runter. Da könnte man auch herrlich mit dem Mountainbike vom Sollingturm wieder in eins runterschießen bis zum Parkplatz. Aber das mit dem Runterschießen, das hatte ich ja in meinem letzten Video gezeigt von meiner E-Bike-Tour durch Eat und Hills. Das kann auch mal schief gehen. Das Video habe ich euch hier gleich nochmal verlinkt. Ja, es wird Zeit. Der Sollingturm. Da steht er. Und wartet auf das erste Sonnenlicht. Bin fast da. Perfektes Timing. Nur so nebenbei erwähnt. Schön. Ja, die Spitze ist schon in Sonne getaucht. Ich sage ja, perfektes Timing. Das hier ist der herrliche Sollingturm. Der wurde 1935 fertiggestellt. In einer Zeit, in der diese Bauweise sehr, sehr aktuell war. Dementsprechend
hieß dieser Turm auch in seiner Anfangszeit Hitlerturm und sollte hier Besucher in die Region locken. Ja, nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Turm sinnvollerweise umbenannt und steht hier oben nun als 30 Meter hoher Sollingturm oben auf dem Strutberg. Ja, die Sonne geht gerade auf. Ja, dann sollten wir uns mal nach oben quälen und von da oben mal die Aussicht genießen. Gehört schon ein bisschen Mut zu. Sehr knorrige Treppen hier hoch, aber gleich geschafft. Und runter kommt man ja bekanntlich immer irgendwie. Von daher passt das. Uslar, teilweise hier noch im Nebel. Ein herrlicher Anblick hier oben vom Sollingturm. Wahnsinn. Ja, und dann haben wir hier drüben dann auch schon den Harz, der da mit seinen ersten Ausläufern das Wanderherz erfreut. Und ungefähr auf dieser Höhe, ich habe es mal im Video markiert, da befindet sich der Harzblickturm. Auch den habe ich schon mal besucht. Das Video habe ich euch hier oben gleich nochmal verlinkt. Ein sehr schöner Turm, der aber, glaube ich, mehr vom Namen her verspricht, als er halten kann. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, Richtung Norden und Richtung Westen haben wir natürlich hier die massiven Ausläufer vom Solling, sodass hier der Anblick nicht so spannend ist. Die Hauptausrichtung hier des Sollingturms ist Richtung Süden, Südosten und Osten. Ja, und schaut es euch an. Wahnsinn. Ja, aber noch wahnsinniger, da bin ich mir ziemlich sicher, ist der Blick von oben. Ja, und den müsst ihr jetzt über euch ergehen lassen. Der herrliche Solling liegt im südlichen Niedersachsen in den Landkreisen Holzminden und Nordhahn. Seine höchste Erhebung, die Große Blöße, ist 527 Meter hoch und damit die drittgrößte Erhebung in Niedersachsen. Der Solling bildet zusammen mit dem Burgberg bei Befern und dem Vogler die Solling-Vogler-Region. Auch am Burgberg lässt sich Tolles entdecken. So gibt es dort die Reste der Burg Eberstein und eine herrliche Orchideenwiese. Sollingturm jedenfalls mit seinen knapp 30 Metern Höhe bietet einen unverbaubaren Blick in den umliegenden Solling und ist neben dem Hochsollingturm bei Silberborn, dem Harzblickturm bei Wahle und dem Gausturm, der allerdings bereits zum Dransfelder Stadtwald gehört, eines der Top-Ziele in der Region. Ja, ein herrlicher Blick hier über unser herrliches Niedersachsen. Wenn die Nebelfelder im Tal sich so langsam hier unter dem Einfluss der Sonne auflösen. Wahnsinn! Ja, ich will jetzt aber mal wieder runtergehen. Vorher lege ich hier nochmal einen schönen Spuldi-Stein aus, der natürlich auf einen neuen Eigentümer wartet. Und ich hoffe, von diesem Stein irgendwann mal wieder was zu hören. Also wenn ihr ihn finden solltet, wäre ein Post auf Instagram oder Facebook mit dem Hashtag Spuldis Kanal gar nicht mal so verkehrt. Ja, gute Reise! Ich hoffe, er wird nicht als Wurfgeschoss missbraucht von hier oben nach unten, sondern kommt in gute Hände und wandert dann schön weiter. Ja. Gut. Ja, ich gehe wieder runter und dann geht es hier wieder runter vom Strutberg, ja, wieder zum Ausgangspunkt. Ja, und schon bin ich wieder unten. 30 Meter hinabgestiegen. Ja. Seit 1935 bietet dieser Turm hier einen herrlichen Blick in die umliegende Solling-Region. Ja, aber jetzt
geht es für mich hier wieder runter. Und runter geht es ja meistens angenehmer als hoch. Ah, ein echt toller Turm, bei dem es sich auf jeden Fall lohnt, ihn zu besuchen. Auch wenn der Anstieg hier auf den Strutberg ganz schön mühsam ist. Aber egal, ihr habt es gesehen. Ein herrlicher Blick. Und früh morgens, wenn die Sonne aufgeht und der Nebel noch in den Tälern liegt, dann ist das da oben eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Ja, für mich geht es jetzt wieder runter, wieder zum Ausgangspunkt. Und wenn ich jetzt ein Fahrrad hätte, dann würde ich hier in eins runterrollen können. Aber ja, ich sag mal, Gott sei Dank habe ich keins, damit ich mich nicht wieder aufs Mett mache, sondern ich gehe jetzt hier gemütlich runter. Und mit dem Laub und den vielen lockeren Steinen ist das auch schon spannend genug. Ja, damit geht mein Video hier vom Sollingturm dem Ende entgegen. Ich hoffe, ihr habt den Anblick von da oben genauso genossen wie ich. Und wenn ihr diesen schönen Turm mal besuchen wollt, da steht er, dann habt ihr unten in der Beschreibung einen Link zu einer Wanderkarte. Und da könnt ihr sehen, wo der Sprüdi hier lang gewandert ist. Ja, ansonsten schaut mal durch meinen Kanal. Viele tolle weitere Wanderziele aus dem Solling, aus der Solling-Vogler-Region könnt ihr dort finden. Insbesondere im Vogler den Ebersnackenturm, ein tolles Ausflugsziel im Weserbergland. Auch da habe ich mal ein Video für euch verlinkt. Ein wirklich interessanter Turm mit phänomenalem Weitblick bis weit Richtung Teutoburger Wald. Ja, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Ich gehe jetzt wieder runter. Und zum Abschluss für euch hier nochmal ein paar Bilder vom Sollingturm. Macht's gut, euer Sprüdi.